Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Und ja, wir sind auf dem Weg zum nächsten Bäumchen, welches uns eine neue Fähigkeit bieten soll. Und ich bin mal gespannt, was diese sein wird. Okay, hier komme ich so nicht weiter. Doch, komme ich. Tatsächlich. Oh Gott. Oh Gott. Das war eigentlich nicht so geplant, aber immerhin bin ich auf deiner Seite angekommen. Hä? Was? Wieso? Schade. Das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Ach, der Baum. Ilo, der kräftigste der Geister, der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. So dann, Iro, gib uns deine Kraft. Du hast das Stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen, dann nach unten und gewaltig den Boden zu erschüttern. Ah, okay. Oh, aua. Diese Fähigkeit können wir hier gleich einsetzen. Gut. Sehr gut. Geht's hier tatsächlich weiter? Nein, eigentlich nicht. Jetzt können wir endlich diese Totems hier auslösen oder diese Felsen. Ich möchte aber eigentlich gerne, wenn das möglich ist, weiter nach oben. Das wird uns hier nichts jetzt, nee. Wie komme ich denn jetzt da oben dran? Dazu müsste ich nach oben stampfen können, welches ich leider nicht kann. Ah, okay, geht's auf. Hier oben bleibt es nach wie vor zu. Schade. Halt. Mir kommt da eine Idee. Und zwar können wir ja tatsächlich das Geschoss wieder benutzen, wenn denn hier nochmal eins kommt. Freund? Aber hier wird kein weiteres mehr kommen. Nein, leider nicht. Schieß doch nicht hier hinter. Schade. Keine Ahnung, wie das zu lösen ist. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Oh. Au, au, au. Oh Gott, gar nicht so einfach. Aber geschafft. Ist hier unten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oh doch, im Wasser. Au, 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 au. Sehr gut. Sonst wird hier nichts mehr sein. Was ist denn das? Und wir speichern auch. Sehr gut. Nun gut. Ah, stimmt, hier könnten wir jetzt auch einen kleinen Vorteil wieder verschaffen. Und wir gehen regulär links weiter. Dadurch, dass wir jetzt stampfen können, kriegen wir tatsächlich da hinten auch die Tore auf. Der bleibt mir erstmal egal. Na, und? Jawoll! Huch! Oh, mein Controller spinnt wieder. Das liebe ich, ja. Na? Kleinen Moment. Ich entschuldige das Knarzen meines Stuhls. Also, den Kopf.
Computerstuhl, in dem ich hier sitze. Bürostuhl. Nicht den Stuhl, den ihr jetzt vielleicht gedacht habt. Nur gut. Halt! Oh. Vielleicht geht das hier so. Ha! Ganz genau. Was haben wir hier rechts von uns? Okay, da waren wir auch schon. Ach, ich hätte hier gar nicht runtergemusst. Das heißt, ich muss jetzt... Ich muss jetzt nicht ernsthaft den ganzen Weg wieder zurückrennen, oder? Och, nö. Ich möchte nicht, aber ich muss wohl. Okay. Also einmal den ganzen Weg zurück. Huch. Schon ein wenig ärgerlich. Nicht nur ein wenig sehr. So. Den könnte ich tatsächlich auch den Garaus machen, ne? Nein! Naja gut, wir haben nichts verloren dadurch. Obwohl doch eigentlich schon. Aber die eine Blume, die wir da hinten in dem Teich gerade noch mitgenommen haben in diesem Lauf. Obwohl es... Ah, ja, komm her. Er ist jetzt tatsächlich angreifbar. Vielleicht leichter, als zu versuchen, ihn mit dem Stoff zu machen. Jawoll. Wow. Ups. Okay, wir speichern hier. So. Diese Blume nehmen wir mit. Einmal im Turbogang. Wieder zurück. Nochmal ein bisschen Luft schnappen zwischendurch. Einmal hier wieder durchmanövriert. Oh Gott, auf der Hand. Sehr gut. Okay, hier oben war ich, glaube ich, schon. Ja, aber das mache ich trotzdem nochmal. Sehr gut. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier oben rum weiterkomme. Nein, leider nicht. Diese Blume hatte ich doch vorhin schon gesagt, ne? Wenn nicht, habe ich es jetzt getan. Und speichern erneut. Halt. Einmal kurz in den Fähigkeitenbaum geguckt und wir werden jetzt wieder auf Schaden gehen. Erhöht den Schaden und ermöglicht es, sich durch feindliche Formationen zu stoßen. Jawohl, der Ultrastoß. Finde ich gut. Ist geskillt. So, einmal hier oben noch den Kristall mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Aber schaden kann es auch nicht. Sehr gut. Wie wäre ich denn jetzt eigentlich da oben dran gekommen? Okay, da müsste ich einmal komplett außen rumlaufen. Wir haben 92% in diesem Gebiet tatsächlich erledigt. Da oben rechts, keine Ahnung, wie wir an den dran kommen sollen. Hier unten fehlen uns noch ein paar Kugeln. Hm. Gut, ich kann ja auch jederzeit tatsächlich, glaube ich, in die Gebiete wieder zurückgehen und auch erneut die Sachen holen. Deswegen würde ich mich tatsächlich jetzt weniger auf die Kugel konzentrieren, sondern mehr auf den Fortschritt von der Geschichte. Halt. Ah, wirklich fies. Einmal gespeichert. Oh. Da. Frisst deine eigene Medizin. So, und wir müssen nach links. Das war einmal zu weit gerutscht. Oh Gott, wo müssen wir denn? Ach du. Heilige Mutter. Okay, das heißt. Wo bin ich? Wo bin ich? Da unten.
Wie komme ich denn da jetzt hin? Über den Baum wahrscheinlich wieder und dann da oben links. Ja, das sieht so aus. Oder ich gehe jetzt direkt hier hoch. Hm. Doch, ich gehe erstmal nach oben. Schauen wir das Ganze da oben mal an. Das ist der Baum, den wir tatsächlich gerade befreit haben. Oh Gott, das war ein Part. Wahnsinn. Okay, hier oben brauche ich nichts mehr machen. Ah, sehr schön. Es gibt Stellen, die vermisse ich nicht. Und leider habe ich auch meinen Timer gerade nicht im Auge. Das heißt, es könnte sein, dass diese Folge hier ein wenig Überlänge bekommt. Und ich sollte öfter speichern. So. Achso, das war der Tote. So, die haben wir auch. Du wolltest deine eigene Medizin. Zack. So, was mach ich denn? Na komm. Alter. Hör doch auf, da reinzuspringen. Schrecklich. Wer steuert dich eigentlich? Ein Idiot. Oh. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Da kommen kleine Leg-Spikes. Sehr gut. Den haben wir somit auch mitgenommen. Und hier einmal nochmal speichern. Kurz auf die Karte geguckt. Ich gehe links rum. Genau, und dann oben links weiter. Mhm. Uah. Das ist auch echt knapp bemessen, ne? Uah. Aber langsam aber sicher schlagen wir uns hier doch ganz wacker durch. Immer auf der Jagd, nach dem Licht Hass geblendet. So, komme ich jetzt eigentlich hier oben weiter? Ich glaube immer noch nicht. Müssten auch nach links. Ich gucke aber trotzdem mal ganz kurz. Oh ja, Frosch. Jawohl. Sehr, sehr gut. Ha! Jawohl, eine Fähigkeitenzelle. Wir speichern hier oben auch gleich mal. Und vergeben unseren Punkt. In den Ultrastoß. Jawohl. Noch mehr Schaden, den können wir brauchen. Hier drüben scheint nichts mehr zu sein. Oh, ich kann ja auch nicht drauf landen. Oh, aber der Schaden ist schon immens. Hier können wir noch ein bisschen Gratis-Erfahrung mitnehmen. Sehr gut. Und gehen aber wieder links unseren Weg weiter. Genau, im Dornsumpf waren wir und wir gehen Richtung Huruberg. Uah, das war nicht cool. Einmal gespeichert. Ah, okay. Kurz gewartet und jetzt gleich werden wir speichern. Alter, ich laufe da immer rein. So, hier speichern wir kurz. Sehr gut. Und weiter nach oben.
Zeit Ätzkugeln da. Hurra! Hm. Ah, okay, das funktioniert. Das ist sehr gut. Das freut mich. Halt, einmal da drauf, bitte. Hey. So. Wow. Was für eine Mechanik. Gespeichert. Das habe ich tatsächlich überlebt. Wahnsinn. Ah, verdammt. Ja, gut, dass ich gespeichert habe an der Stelle. Ja. Oh Gott. Wie habe ich das vorhin angestellt? Lustig aus. Und tschüss. Schluck deine eigene Medizin. Uah. Okay, das war dumm. Den eigentlich auch schießen? Okay, das nützt mir in dem Fall nichts. Ich kann die tatsächlich richtig schießen. So nicht erwartet. Den hier ja auch tatsächlich gerne vernichtet. Oh Gott. Ah, da bin ich so gut geschossen. Ha! Jetzt aber. Sehr gut. Bringt uns nur leider irgendwie überhaupt nichts. Hier rechts wäre nochmal zum Auffüllen gedacht. Das machen wir auch. Und da respawnt der Gegner schon wieder. Na toll. So, ich konnte das. Ja, ich kann das selber hochsprengen, aber ich denke, das war eigentlich gedacht, das hat mit dem Tier tatsächlich zu tun. Also hier mit diesen Rollkäfern. So, aber wir speichern hier nochmal erneut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Ori and the Blind Forest. Bis dahin, macht's gut.